Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start, wir sind wieder in Ark und ich wollte euch mal wieder einen kleinen Fortschritt von uns zeigen. Ich tue erstmal das Mikrofon ein bisschen näher zu mir. Ich wollte euch den Fortschritt zeigen jetzt bei uns. Ihr habt letztens Ark Update Video gesehen, gibt jetzt wieder ein neues, also das ist jetzt das neue Ark Update Video. Aus folgendem Grund, der Server, nachdem wir den Kampf hatten, den großen Fight, der jetzt die Tage hochgeladen wird, ich bin immer noch am Schneiden, dauert noch ein bisschen, gab es ein Ark-Update, die Admins haben ein bisschen Sachen verkackt und dann wurde Stack-Mod nicht mehr supported und dann sind alle Items verschwunden, die auf dem Server waren. Somit hat sich die Community entschieden für einen Server-Wipe, das heißt also, wir haben jetzt den dritten Tag haben wir inzwischen schon, oder den zweiten Tag nach dem Server-Wipe. Wir haben uns in der Höhle eine kleine Base gegönnt, so sieht das aus. Sieht ganz schnieke gebaut, haben hier ein paar Fabricator, eine kleine Zuchtanlage, haben wir hier, ja, was zum Kochen, elektrischen Grill, hier haben wir eine Tür, dann haben wir hier so einen kleinen Vorgarten, da haben wir Karotten angepflanzt, alles mögliche, Zitronen, alles was das Wichtigste ist. Hier haben wir ein paar Schmelzöfen, die in der Luft komischerweise stehen. Hier stand Merle damals mal, jetzt noch ein paar Kisten, die übrig geblieben sind. Hier ist der Eingang der Höhle. Und wieso ich jetzt das Video in der Höhle drehe? Ihr wisst, der Server, PvP-Zeiten zwischen 17 und 21 Uhr. Ne, um 23 Uhr, wo man Gebäude zerstören kann. PvP ist immer aktiv. Wir haben hier so eine kleine, also ich kann euch mal die Verteidigung erklären, wieso ich die jetzt so gebaut habe. Wir haben nicht viel. Ist ganz einfach. Hier ist der Eingang von der Höhle. Hier kommen keine großen Tiere durch. Alles, was durchkommt, wird von Pflanzen und von Turrets beschossen. Sollte ein Tier irgendwie die Turrets leer tanken, dass jemand versucht, mit einem Bazooka durchzuschießen, haben wir an der Seite eine Not-Turret, die wird alle Schüsse abblocken. Das heißt, alle Bazooka-Schüsse, die bis hierhin gehen, werden sofort automatisch abgeblockt. Die Verteidigung ist eigentlich ungeschlagen. Hier ja, sollte keiner durchkommen. Sollte absolut keiner durchkommen. Ist aber nur unsere zweite Base, weil unsere Main Base eigentlich oben sein sollte. Die haben wir jetzt noch nicht ausgebaut, weil wir waren ein bisschen faul. Also, ne, wir machen im Stream so ein bisschen dies, ein bisschen das. Und ihr seht schon, hier sind Säcke hier. Wir werden nämlich belagert von, ja, von wem ist das? Targaryen. So einer von diesen vier großen Tribes, die letztes Mal uns angegriffen haben. Hier haben wir Khaleesi. Ne, also, und die haben jetzt hier einfach ein paar Turrets für unsere Base gebaut, ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt guckt, ich weiß nicht, ob ich jumpen kann. Ich kann einmal jumpen, bevor die Turrets schießen. Also das alles gehört uns, außer die Turrets, die gehören den Gegnern. Wir haben jetzt 636. In 24 Minuten ist das kein Problem. Da schieße ich einfach dieses Verbindungsstück ab. Das heißt also, dieses schöne Ding, das wird gleich getötet. Voll. Ach, die haben sich umbenannt. Nein, da sind die Pirates sogar, da sind die Pirates. Was heißt die Pirates? Da sind die Pirates, okay. Ja, die werden wir dann kaputt schießen, fertig. Also absolut easy, kein Problem. Flame versucht schon. Ah, Flame versucht das mit dem Adler. Ah ne, Flame wird gepickt. Okay, okay, okay. Okay. Also PvP ist schon wieder am Start. Aber die können hier nicht rein. Wenn die einmal drin sind, sind die so gut wie tot. Babak! Babak! Das heißt also, zurzeit kann ich euch nicht mehr zeigen, sonst würde ich euch mehr zeigen, wie die Base oben aussieht. Da steht da unser Quetzel und Ankel und alles mögliche. Naja Leute, kleines Update. Gleich auf jeden Fall im Stream geht's wieder ein bisschen los. Peace and out, boys.